Die US-Regierung zieht die Lieferung von Schützenpanzern des Modells Bradley an die Ukraine in Erwägung. Die gepanzerten Kettenfahrzeuge verfügen laut US-Militär über eine Kanone, ein Maschinengewehr sowie panzerbrechende Raketen. US-Präsident Joe Biden bejahte am Mittwoch die Frage eines Reporters, ob die Lieferung der Schützenpanzer an die Ukraine von der Regierung erwogen werde. Weitere Einzelheiten nannte Biden nicht. Damit blieb zunächst unklar, welche Modellvariante des Bradley für Kiew in Frage käme. Frankreich sagte der Ukraine am Mittwoch die Lieferung leichter Kampfpanzer zu. Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit langem um Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart. Nach ukrainischen Angaben laufen Gespräche mit der Bundesregierung über die Lieferung der deutschen Modelle Leopard 2 und Marder. Bundeskanzler Olaf Scholz will solche Panzer nicht liefern, solange sie auch von anderen Bündnispartnern nicht bereitgestellt werden.